Ja, nächster Teil Sonnenscheinpreisverleihung. Wir kommen jetzt zum Teil 3. Selbstverständlich auch das wichtig, weil wir haben gesagt, insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung, 10.000 oder ein bisschen mehr haben wir schon ausgeschüttet, also 500 Euro bei der letzten, aber wir kommen jetzt nochmal zu der Runde, wo es dann eben einen noch etwas höheren Preis gibt. Genau, wir haben das Ganze für die letzte Runde nochmal verdoppelt, sodass die Projekte, die wir jetzt auszeichnen und die Menschen, die da aktiv sind, sich über eine Auszeichnung von 1.000 Euro freuen dürfen. So, Sie dürfen schon mal, ne, 1.000 Euro, da freuen sich schon welche. Ja, das ist doch schon, hallo? Das ist eine Riesensumme, finde ich. Wir müssen natürlich also sagen, wer das bekommt. Und auch da wieder für die Projekte, die wir haben, wieder jemand, beziehungsweise ein bis zwei Personen, die dann für das Projekt hier oben nach oben kommen. Und auch zwei Projekte möchten wir da besonders hervorheben, nicht, sondern herausstellen, weil alle 7 Projekte können wir nicht vorstellen. Das würde ein bisschen zu lange dauern. Aber nichtsdestotrotz darf ich jetzt ganz herzlich hier oben bei uns auf der Bühne begrüßen. Hans-Jörg Klingbeil und Liesel Schnettkamp-Klapphake vom ökonomischen Arbeitskreis, ökumenischen Arbeitskreis Asyl Bad Ibe. Da hat noch einer geklatscht, das geht ja gar nicht. Da müssen ein paar mehr klatschen. Sibylle Meyer, Corinna Grigoletz vom Café International Nordhorn. Susanne Hormes, Agnes Fading, Helferkreis Flüchtlinge Menzlage. Juliane Große-Neugebauer, Udo Hollermann, Heimatfreunde Rühle e.V. Bernd Wolf, Forum Flüchtlinge Borkum, Gabriele Hagedorn, Maria Stender-Diekmann, Flüchtlingsinitiative Twistringen und Tobias Rump und Martin Schumacher von der Selbsthilfegruppe Fahrradwerkstatt Warft. So. Sie freuen sich bitte jetzt. Hallo. Moin. Einmal durchlaufen. Hallo. Sehr schön. Genau, nimmt ausreichend Platz vor der Wand. So schön. Da kommen die Emsländer. Moin. Hallo. Moin. Hey. Tag. Hallo. Einfach durchlaufen. So, eine ganze Menge. Ich finde das gut. So, der Bernd, wo ist er? Bernd von Borkum. Ja. So, du hast ein Mikro, dann gebe ich dir das wieder. Bernd, komm mal nach vorne. Robier. Und was soll ich denn hier? Ja, erstmal das Mikro an. Hallo. Ja, hallo, moin. Ja, moin. Moin. Das wollte ich hören. Ja? Ja. Also, vielleicht mal so ein kleiner Sprachkurs, kurz wieder aus der Brücke. Einmal Moin, das reicht eigentlich schon. Moin, ne? Reicht, ja, das langt. Weil wenn man zweimal Moin sagt, redet man in Ostfriesland eigentlich schon zu viel, oder? Ja, dann ist man ja nun Sabbelmoors. Ja, ne? Sabbelmoors, genau. Ja. Ne? Also, wir sind da sehr zurückhaltend, ne? Jo. Jo. Ja. Ist auch das, ne? Wie geht's? Jo, Mut, das muss reichen eigentlich, das ist alles Motto, gesagt. Ja, ne? Ja. Ja. Wie geht's dir heute? Gut. Ja, sehr siehst du, habe ich gesagt. Das war das Gespräch, also das geht also... Ja. Insel Borkum, die Anreise war ein bisschen beschwerlich wahrscheinlich. Ja, oder? Wir sind heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, ne, und dann mit dem ersten Cut rübergekommen zum Festland. Die Autos, Katamaran, selber gesegelt. Katamaran, ja, genau. Ja. Wir haben uns da übrigens mal kennengelernt, ganz kurz. Ja. Ja, aber ist schon eine Weile her, ne? Hast du wahrscheinlich vergessen. Ja, obwohl das Gesicht hätte ich eigentlich nicht vergessen können. Also, ja, siehst du? Ja. Naja, und dann sind wir heute Morgen losgefahren von Emden mit Autos und waren dann so gegen 11 Uhr hier, haben uns das alles angeguckt, ist ja auch wirklich schön hier. Und ich staune ja, was die Caritas so auf die Beine gestellt hat. Ja, ne? Das habe ich nicht gedacht, dass man das so erwarten kann. Im Prinzip sowas wie Wild Sands auf Norderney oder irgendwie Strandspektakel auf Borkum. Ja, wenn wir Promenadenfest haben. Ja, siehst du. Ja. Das nächste Mal Preisverleihung gebucht auf Borkum. Ne? Jawohl, ja, wir schicken einen Cut rüber, wir steigen auf und fahren rüber zu euch. Genau, Olde, so, ne? Machen wir das. Ja, könnt ihr gleich mal aufschreiben, ne? Also ist gebongt für das nächste Mal. Nee, also hier Vorstände da schön dran denken. Ne? Jetzt muss man natürlich so sagen, du bist auf der einen Seite Krankenpfleger. War das ich bin deshalb, Krankenpfleger, ja. Da war das deshalb auch ein Grund, dass du dich dafür ja diese Flüchtlingsaktion besonders eingesetzt hat? War das eine natürliche Vorgehensweise oder war das dann doch eher Zufall, wie du dazu gekommen bist? Nein, das war, der Krankenpfleger hat diesmal damit nichts zu tun, sondern meine Großeltern. Warum? Meine Großeltern kommen aus Ostpreußen und die sind nach Ostfriesland gekommen. Und mein Großvater hat mir immer erzählt, was er so erlebt hat in den ersten Jahren, als er da war. Das heißt, genau, ganz kurz nochmal, die Ostpreußen, die waren ja auch nicht besonders willkommen. Die waren nicht besonders willkommen. Er hat also einiges, auch schwere Dinge erlebt, die ganze Familie, nicht? Und dann habe ich mir persönlich gedacht, als es dann losging, das müssen wir anders machen. Ja. Nicht? Da muss mehr Willkommen her, da muss geholfen werden und die Leute nicht so sich selbst überlassen werden. Nicht? Es geht einfach um ein bisschen menschliche Wärme. Borkum? Borkum ist ja ganz weit draußen. Ich habe es in der Zeit so ein bisschen mitverfolgt. Einige von den Flüchtlingen, die dann angekommen sind, wollten im Prinzip, nachdem sie erstmal in Deutschland waren, nicht unbedingt wieder auf dem Boot.
Das kann man verstehen, oder? Ja, kann man verstehen. Nicht? Wir dachten, es wären mehr traumatisiert. Es waren einige traumatisiert, aber Gott sei Dank nicht so viele. Nicht? Und die jetzt da sind, die fahren also, haben keine Angst, aufs Schiff zu gehen. Wie ist das bei euch? Wie macht ihr das? Ich meine, Willkommenskultur ist das eine. Ihr habt jetzt aber auch viele Touristen da. Das ist ja dann doch eine Insel, ist ja gerade im Hochsommer dann doch sehr voll. Ne? Also wie schafft ihr euch das neben der ganzen anderen Arbeit auch doch noch darum zu kümmern? Ja, durch Einsatz von Zeit. Also was ist das Kostbarste, was wir zu bieten haben und was wir bieten, ist unsere Zeit. Nicht? Und versuchen also über die Zeit und über den Einsatz dann also auch den Leuten das zu vermitteln. Zum Beispiel, ganz kleines Beispiel, wenn wir zum Strand gehen, wenn die Leute baden gehen, sind sie ja relativ spärlich bekleidet zum Teil. Nicht? Und dann muss man den Leuten das eben erklären, warum das so ist. Und dass das bei uns so ist, zum Beispiel, solche Dinge. Nicht? Aber wir machen auch noch viel mehr. Wir haben ein Integrationscafé, nicht? Also ein Willkommenscafé. Dort sind alle eingeladen. Das wird auch sehr gut frequentiert von unseren Familien, aber auch von Einheimischen. Und ab und zu lässt sich auch mal ein Gast blicken. Nicht? Also das ist, da ist aber noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach Deswegen, oben, du bekommst ja von uns auch 1.000 Euro oder ihr bekommt von uns 1.000 Euro. Insel ist teuer, das weiß Insel ich. Insel ist teuer, da muss man, da ist 1.000 Euro nur noch 500 Euro wert, sagt man dann, oder? Kann hinkommen, ja. Aber wir werden das, denke ich mal, wir werden darüber sprechen, wie wir das einsetzen werden und werden wahrscheinlich eine sehr gute Möglichkeit finden, Bildung, Schule etc. Das ist ja etwas, was man, oder eben anderes, das werden wir in dem Forum besprechen und dann wird uns was sehr Sinnvolles einfallen. Dankeschön. Mhm. Hattest du noch was auf dem Herzen? Ach, jede Menge. Okay. Nee. Aber wir die Zeit sprengen. Ja, nein, wir wollen ja dann unserem Ruf gerecht werden und dann bei Zeiten beenden. Okay. Dankeschön, meine Damen und Herren. Bernd von Borkum. Wo ist Liesel? Liesel? Liesel, bitteschön. Darf ich dir das Mikro mal geben? Oh, muss das sein? Wo möchtest du nicht? Nicht unbedingt. Ja, aber jetzt bist du dran. Ja, sehe ich so. Guck mal, elfengleiches Geklimper hinten schon. Ne? Das ist doch schön, das unterstreicht das doch schön. Nein, ich wollte dich ganz besonders fragen, weil bei euch ist es ja so, ihr seid ja nicht, viele sind ja gerade entstanden. Wir haben vorher gehört 2015, 2014, aber euch gibt es ja dann doch schon ein bisschen länger. Wie lange gibt es euch schon? Dazu wüsste eigentlich Jörg viel besser. Ja, kommt dann Jörg auch nochmal her. Ja. Jörg, dann bist du jetzt, bleibst du jetzt mal in der Mitte stehen, Liesel. Ne? Also ist auch wieder Ordnung. So, okay. Jörg. Seit 1992. 92. Richtig. Damals war es noch nicht das Thema, was wir heute haben, Flüchtlinge. Auch. Doch. Nein, aber jetzt nicht in dieser Millionengrenze. Nein. Wie hat es damals ausgesehen, als ihr angefangen habt? Naja, da waren gerade die 90er Jahre, sind viele geflüchtet. Zum Beispiel Vietnamesen aus der DDR, sind zu uns gekommen. Viele Afrikaner waren auch schon da. Und die eben, wie in Togo zum Beispiel, haben wir einen Freund, der vor der Diktatur geflohen ist. Ne? Und so haben wir dann begonnen. Oder Kurden zum Beispiel waren damals auch schon ein Problem. Ja. Nicht, die verfolgt worden sind. Das ist ja nicht das erste Mal jetzt. Das hat ja Franz Loth vorhin auch schon gesagt. Es hat ja im Prinzip in der Menschheitsgeschichte immer wieder riesige Flüchtlingswellen gegeben. Richtig. Wenn man sich die Vergangenheit betrachtet, selbst was ist Deutsch? Das ist ja auch schon alles durchgegangen. Genau. Ne? Barbaren, Goten, Franken, Hunden, alles Franzosen, da. Franzosen, also Holländer, insofern, Böhmen. Also insofern, wie viel Deutsch sind wir eigentlich, die Frage. Die Frage aber jetzt zur Integration. Es ist eine besondere Herausforderung, das haben wir festgestellt auch. Seitdem Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Ihr könnt das aber wahrscheinlich nach wie vor unterschreiben, wir schaffen das, oder? Von eurer Seite. Ja, wir von den Freiwilligen auf jeden Fall. Was wir uns allerdings wünschen, dass wir deutlich stärker von der Gemeinde unterstützt werden. Nicht? Also da wissen wir immer alles, was nicht geht, aber nicht, was geht. Mhm. Nicht? Und was mich wundert, wo ist die Lösungsorientierung für Probleme? Ja. Gut, aber das ist jetzt eine Frage der Gemeinde. Das muss ja dann auch Politik klären, denke ich mal. Auf der anderen Seite, ist richtig. Der Druck ist ja mit Sicherheit auch da. Man schreibt öfter mal, oder man liest es auch von den sogenannten Gutmenschen. Andere sagen, das ist ja schon fast eine Beleidigung. Wie fühlt es sich an, wenn man sich für andere Menschen einsetzt und dann als Gutmensch im negativen Sinne bezeichnet wird, weil es ja im Grunde schon so eine Art ist, was soll das eigentlich, was er da macht? Das bringt doch alles nichts. Ja, also die kann ich im Grunde genommen überhaupt nicht ernst nehmen. Es ärgert mich manchmal. Aber ich denke auch an meinen familiären Hintergrund. Ja. Ne? Mein Onkel ist im Krieg geblieben, der erste Mann meiner Mutter ist im Krieg geblieben. Ich bin noch in Ruinen aufgewachsen nicht? Und kann mich also in die Menschen hineinversetzen. Und ich denke, als Christ ist es ja auch nicht nur meine Pflicht, den Menschen zu helfen. Und ich sehe das auch so, die Menschen, die hierher kommen, und wir hoffen, dass dieser Krieg
schnell vorbeigeht, sind im besten Sinne ja auch, wenn sie nach Hause gehen, für uns Botschafter. Das heißt also, wenn sie hier gut behandelt werden, werden sie auch in ihren Heimatländern sagen, Deutschland war toll. Das ist doch die Chance. Das ist eine Chance, ja, auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt natürlich auch mit 20 Jahren, auch 20 Jahre Erfahrung, die andere Gruppen, die teilweise erst seit ein oder anderthalb Jahren dabei sind, die noch nicht haben. Was könnt ihr denen denn so als Ratschlag mit auf den Weg geben? Außer sagen wir es mal so, setzt euch mit der Gemeinde auseinander, legt euch im positiven Sinne mit ihnen an, fordert auch mal, was ist eure Kernbotschaft, wenn ihr sagt, nach diesen 20 Jahren haben wir folgende Erfahrungen gemacht, die wir anderen mit auf den Weg geben können? Na, im Grunde genommen ist das jetzt so, wir packen an. Ja? Wir fragen rund, auch in Gottesdiensten, wer macht mit. Und dann ist es wie bei der, wir haben ja auch noch eine Kleiderkammer eröffnet. Die hat sich ergeben daraus, dass also in Iburg eine Jugendherberge ist, wo also die Flüchtlinge angekommen sind. Das ist so eine Nebenstelle von Bramsche und dann war das einfach notwendig. Ja? Und die kamen ja mit den Kleidern, die sie am Leib hatten. Und dann wurde ganz schnell im Grunde mit Hilfe, was ich ganz toll finde, mit Hilfe der DRK und mit der Rumänienhilfe wurde dann gleich zusammengetan und angepackt, wurde ein Raum eingerichtet in der Jugendherberge, wo Klamotten, ach was heißt Klamotten, das waren wunderschöne tolle Sachen. Tolle Sachen. Ich habe große Augen bekommen. Ja. Und die haben wir sortiert und dann eben kamen die Flüchtlinge und haben sich dann Dinge ausgesucht. Und aus dieser Sache heraus unheimlich viel Engagement. Wir haben 120 Unterstützer und 44, die anpacken bei der Sprache, bei der Begleitung von Familien und auch natürlich in der Kleiderkammer. Und da hat sie auch noch eine soziale Funktion auch. Erstmal lernen wir uns in der Gemeinde toll kennen. Zweitens mal lerne ich tolle Menschen kennen, wie den Thomas Pucke, falls er hier irgendwo noch ist. Und die Sache ist ja auch, man sieht, das geht, da geht was. Nicht? Aber es gibt eben, wie gesagt, Hindernisse. Gut, aber die Hindernisse, Dankeschön erstmal, mein Lieber, die Hindernisse sind natürlich dazu, dass man sie überwindet. Jetzt, Liesel, tut mir leid, ne? Jetzt hast du das Mikro weitergegeben, das war in Ordnung. Ne? Also, einen Applaus natürlich für die Einstellung. Bleib mal ruhig hier. Vielleicht, lieber Johannes, wir können heute nicht alle fragen, das ist einfach so, aber wir haben jetzt gemerkt, es sind alle heute auch mit Herzblut dabei, alle wollen sich einbringen und wie Sie schon gesagt haben, man muss einfach mal mit anpacken und nicht so viel darüber diskutieren, sondern handeln. Das brauchen wir auch. Ja, und fürs Handeln unterstützen wir jetzt einfach mal, ne? Damit auch ein bisschen was zum Handeln da ist. Wir möchten Sie unterstützen, wie die anderen auch, mit einer Urkunde und mit einem Präsent, kleines Flachgeschenk für die Arbeit vor Ort und natürlich auch mit einer kleinen Auszeichnung, mit dem Sonnenscheinpreis nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich denke, was das Besondere ist, wo wir eben nicht so viel Zeit hatten, weil wir Gott sei Dank so viele Leute hatten, die wir auszeichnen wollten, dass deutlich wurde, dass man auf ganz unterschiedliche Art und Weise helfen kann. Ob es die Heimatfreunde sind, ob es der ökumenische Arbeitskreis ist, dass es auch interkonfessionell geht. Ob es einfach eine Fahrradwerkstatt ist. Du kannst einfach was tun, wenn du willst und einfach nur Mut zur Kreativität und zum Tun. Und Johannes, du bist ja auch schon viel unterwegs, du bist bei Visitationen, du guckst ja auch regelmäßig was an. Also ich denke mal, da bewegt sich auch was. Da bewegt sich was und ich glaube und ich nehme auch viel wahr, dass wir das als Netzwerker tun und es braucht aber auch das Engagement der Einzelnen, wenn man das sagen darf, zumindest hier bei uns. Wir haben morgen Wahl. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen ihr Kreuz da machen, wo Kandidatinnen und Kandidaten stehen, die für das stehen, für was sie hier stehen. Ja, also es ist ja auch eine Persönlichkeitswahl, denke ich mal. Super, also jetzt kommen wir dazu. Johannes, bist du so lieb? Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Unterstützung. Das ist wahr. Jawohl. Tja, meine Damen und Herren, das, was Sie im Hintergrund hören, sind schon Ombre di Luci. Wen haben wir denn hier? Vielleicht einfach mal vorlesen, was da draufsteht, meine Damen und Herren. Das ist, kannst du es so lesen? Ich halte es mal ganz nah dran. Das ist der Sonnenscheinpreis 2016. Gemeinsam für Flüchtlinge, für ehrenamtliches Engagement der Mitwirkenden im ökumenischen Arbeitskreis Asyl Bad Iburg. Von der Caritas Gemeinschaftsstiftung Osnabrück. So, herzlichen Glückwunsch. Dann gebe ich dir, weil vorhin hast du so viel gesagt, jetzt darfst du mal den Preis mit nach Hause nehmen. Es gibt nachher auch noch einen Karton dazu. Ne? Und es ist immer wie beim iPhone vorne oder wie bei anderen Handys, nicht so viel mit dem Daumen drauf, dann bleiben ja die Fingerabdrücke drauf. Ne? Also
Das Reinigungsmittel können wir leider nicht mitliefern. So, wo haben wir die anderen denn? So, wir haben Kaffee International. Wo ist das Kaffee? Ihr seid da hinten. Ne? Nach Nordhorn, bitteschön. Dankeschön. Und der Nächste, das machst du, Johannes. Achso, okay. Das ist jetzt einfach so, wie es ist. Ihr bekommt natürlich auch noch eine Urkunde. Ein Blümchen, das zieht sich jetzt etwas, das macht ein da was. Ein Stück Heimat, Emsland. Emsland, Rühle, jawohl. So, bitteschön. So, Susanne, wo ist die Susanne? Susanne und die Agnes, ihr seid es, bitteschön. Hilferkreis Flüchtlinge Menzlage. Und dann haben wir noch einmal Menzel. Ihr kriegt natürlich auch so was Schickes. Ich weiß nicht, wo ihr es aufstellt, aber nicht fallen lassen. Schön kräftig anfassen. Juliane, für dich. Udo. Und natürlich, das ist das Paket. Da ist ganz viel Geld drin, also schön vorsichtig sein. Hier vorne, Flüchtlingskarte Twistring. Ich habe kein Mikrofon. Twistring, du hast kein Mikrofon, dann nimm das mal. Gut, aber kein Saft. Nee, kein Saft. Nehmen wir das? Jetzt hat das auch keinen Saft. Pass auf. Siehst du? So, eins, zwei. Nee, das ist jetzt mein Mikrofon. Wir kriegen das noch hin. Einfach durchgeben, genau. Wen haben wir da? Ist Borko. Die junge Dame. Das ist Lilly, unser Jüngste. Die macht mit. Was macht sie? Das ist Lilly. Sie war eine unserer jüngsten Mitglieder. Und mit ihrer Mama hat sie sehr viele Nachmittage in der Jugendherberge, was damals die Erstaufnahme war, verbracht und das Spielezimmer mit betreut. Also großen Respekt vor dem, was da geleistet wird. Ja, ein ganz junger Mensch, der auch mitmacht. So. Wen haben wir hier? Okay. Wir haben hier die Borgfelder Waff. Wo ist er? Da. Bitteschön. Bitteschön. Machen wir gleich. Ja. So, und dann machen wir noch ein bisschen. Johannes verteilt weiter. Du wolltest noch was sagen. Ja, darf ich noch einmal sagen, dass wir aus Menzlage mit allen Helfern und allen Flüchtlingen mit einem riesen Bus hier sind. Das finde ich ganz toll. Wo sind die denn? Die müssen einfach mal aufstehen. Einmal aufstehen. Yeah. Ja, sind ja nicht alle. Wo sind die? Da hinten sind auch noch welche. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt mussten sie bis zum Schluss warten, ne? Aber das ist ganz toll. So. Und wie geht's weiter? Okay. So, das ist fatal. Wir haben noch keine Sonnenblume. Du hast noch keine Sonnenblume. Dafür hast du drei Sonnenblumen. So geht das auch. Da hast du auch. Ich will auch keine mehr. So, jetzt wenn die eine mit einer Gruppe da sind, die anderen auch mit einer Gruppe ja, da. Ja, ganz genau. Bitte einmal die E-Burger Unterstützer aufstehen, die hier heute sind. Wo sind die E-Burger? Ja, hier da hinten, da sitzen die überall. Ah, hier vorne, hier sehr vorne schön. Auch. So, meine Damen und Herren, das war die dritte Runde und ich darf ganz herzlich begrüßen Diakon Dr. Gerrit Schulte. Gerrit, du hast es jetzt von unten angeguckt. Jetzt möchte ich gerne von dir ein kleines Urteil haben. Das ist doch schon eine tolle Leistung, was wir heute auf der Bühne gesehen haben. Das war eine fantastische Leistung, aber im Grunde genommen hat Bernd von Borkum das am besten auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, Caritas, Mensch, hätte ich gar nicht gedacht, dass sie das so hinkriegen. Und das ist schon bezeichnend, dass das so toll gelaufen ist. Also von mir aus nochmal als Caritas-Vorsitzender herzlichen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben, im Vordergrund und im Hintergrund, sagt unser Bischof immer, die das alles möglich gemacht haben, so toll organisiert haben. Johannes Wübbe hat fürs Wetter gebetet, man sehe sich den Erfolg an. Also wir haben unheimlich viel Glück gehabt und ich will es nicht zu lange machen, wir wollen ja alle die falschen Italiener hören, genau. Die machen nämlich richtig gute Musik. Aber ich muss mich natürlich besonders bedanken bei zweien, die Ehrenamtlichen haben schon ganz viel Positives gehört. Aber bei zweien müssen wir uns noch ganz besonders bedanken, die hier im Mittelpunkt gestanden haben und alles gemacht haben, nämlich Ludger Abeln und Johannes Wübbe, unser Weihbischof.
Die beiden haben das so fantastisch gemacht, mit so viel Humor und Freundlichkeit. Johannes, das war ganz toll. Und Ludger, du hast das auch fantastisch gemacht. Ich ernenne euch jetzt, Kraft meines Amtes, offiziell zum Dream Team der Caritas. Ja, oh. Darum müssen wir so einen Früchtetee trinken, Johannes, oder? Weil hier gibt es, glaube ich, keine alkoholischen Getränke, aber die geistigen Getränke, die bewahren wir uns auch nochmal auf. Ja? Wir helfen uns damit. Tja, meine Damen und Herren, das war der Sonnenscheinpreis für dieses Jahr. Im nächsten Jahr gibt es mit Sicherheit auch wieder einen. Auch da wird es dann demnächst dann die Themenvorschläge geben. Das werden wir natürlich auch wieder gemeinsam dann bearbeiten, wer dann hier oben stehen wird. Aber eine solche Bühne, wie wir sie diesmal hatten, das ist schon sehr außergewöhnlich. Und das haben wir natürlich auch zu verdanken der Tatsache, dass die Caritas im Bistum Osnabrück in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei euch allen, dass ihr da seid. Ich weiß, dass ihr mit dem Geld was ganz Tolles machen werdet. Und wir müssen noch ein Foto machen, selbstverständlich. Und die Sonnenblumen, die dürfen sie natürlich auch noch verteilt. Das heißt, kommt mal schon nach vorne. Bisschen kuscheln. Bernd von Borkum, das ist, glaube ich, jetzt der neue Name. Wie heißt Bernd mit Nachnamen? Wolf. Bernd Wolf. Bernd, komm. Du kriegst jetzt Bernd von Borkum, das ist ja schon fast ein Adelstitel. Ja, besser als Bernd das Brot, ne? Ja, das stimmt allerdings, ja. Bernd das Rosenbrot, ja, genau. Lange genug eingeweicht, ne? Ja, sehr schön. Jetzt alle mal da, ist der Fotograf, der ist ganz wichtig als erstes. So, ich gehe mal, mache ihn mal ein bisschen kleiner. Da sind noch ein paar mehr, die Fotos machen wollen. Haltet durch mit dem Lächeln. Ja. Das ist lustig. Das ist lustig. So, habt ihr alles? Super, Dankeschön. Eine schöne Zeit. So, die Sonnenblumen dürft ihr alle verteilen. Jeder, der noch keine hat, der darf sich jetzt gerne eine von den Damen, die unten verteilen, gerne eine nehmen. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kleine Pause. Bleiben Sie bitte da, denn hinter der Bühne, hinter dieser schwarzen Wand aus Molton, da ist jetzt Ombre di Luci und die freuen sich natürlich auf Sie und dass Sie noch ein tolles Publikum haben. Fürs Erste war es das. Wir sehen uns nachher nochmal wieder, denn so ein paar Programmpunkte haben wir selbstverständlich noch auf der Pfanne. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weitere schöne Stunden hier. Bis 17 Uhr sind wir nämlich für Sie da. Und genießen Sie die Zeit, genießen Sie Ihre Preise, genießen Sie das Wetter und genießen Sie gleich Ombre di Luci. Dankeschön. Und Dankeschön nochmal an Johannes. War super, hat wieder Spaß gemacht. Obwohl wir natürlich falsch gekleidet waren. Wir hätten uns auch irgendwie kurze Hose, Schießgewehr wäre es gewesen. Ne? Aber einmal schwitzen, dann ist das egal. Ja, so ist es. Dankeschön.